Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute ein bisschen etwas über unser neues Modul Esprit for Profit, unsere neue Softwarelösung für Werkzeuge kennenzulernen. Dazu möchte ich ganz kurz auch mich noch vorstellen. Mein Name ist Kai Lehmann. Ich bin hier der leitende Manager für Esprit in Deutschland und habe heute beim Webinar sozusagen die Aufgabe, die schöne Aufgabe, Ihnen so ein paar Punkte aufzuzeigen und habe dazu natürlich Verstärkung mitgebracht. Meine Verstärkung ist der Herr Thomas Schor. Ja, danke Kai. Thomas Schor, technischer Leiter in Deutschland, verantwortlich für die Anwendungstechnik bei DP Technology, dem Bereich EspritCAM. Und ich werde dann später einfach mal ganz kurz oder die Software zeigen, damit Sie mal einen visuellen Eindruck haben von dem, was der Herr Lehmann jetzt vorstellt. Genau, also wie Sie schon gehört haben, wir haben da auch einen Live-Part mit dabei, wo der Herr Schor etwas programmiert. Ich werde jetzt im Vorfeld einfach mal ein bisschen über das Thema drüber gehen, wie wir das Thema Werkzeuge, Maschine, CAD-CAM-Programmierung und so weiter sehen. Wir sehen das als kleinen Step in der Industrie 4.0 Thematik. Das heißt, für uns ist es sehr, sehr entscheidend, sage ich mal, oder das ist für Sie als Fertiger auch sehr entscheidend, dass es ja im Prinzip hauptsächlich drei Bausteine gibt. Das ist einmal die Maschine, Werkzeug, ich nehme mal die Werkzeugaufnahme auch mit dazu und der NC-Code. Und wir sehen, dass diese drei Punkte einfach im Einklang sein müssen. Ja, das heißt, eine gute Maschine mit einem schlechten Werkzeug ergibt kein gutes Fräsbild. Genauso ist es umgekehrt, eine gute Maschine mit einem guten Werkzeug, aber einer schlechten Programmierung ergibt auch keine guten Synergieeffekte, was die Produktivität angeht. Und da muss einfach so ein Dreigestirn her. Und wie Sie vielleicht wissen, arbeiten wir sehr eng mit vielen Maschinenherstellern zusammen, sei es eine DMG Mori, eine Citizen und Dosan, Massac und so weiter, mit denen wir zusammen Postprozessoren entwickeln und hier, sage ich mal, auch digitale Maschinenmodelle und so weiter aufbereiten, um hier oder haben da eine enge Kooperation. Und wir haben uns dann auch irgendwann mal überlegt, Mensch, wir arbeiten sehr eng mit Maschinenherstellern zusammen. Was können wir denn tun bezüglich den Werkzeugherstellern? Ja, weil das natürlich der Spahn an sich, das Werkzeug, sage ich mal, richtig ausgelastet werden muss. Und dazu haben wir das Esprit for Profit als kleine modulare Softwarelösung entwickelt. Es gibt Werkzeuge und Technologien, die händisch nicht programmiert werden können. Oder aber das CAM-System, sage ich mal, diese auch unterstützen muss, damit er nachher, sage ich mal, eine Produktivitätssteigerung oder auch eine Auslastung des Werkzeugs zu 100% passieren kann. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wo die Reise hingeht und haben dann so eine kleine Analyse gemacht und haben uns überlegt, Mensch, als Softwarehersteller, als CAM-Softwarehersteller, die eine eigene Entwicklung hat, können wir hergehen und können da auch Werkzeugtypen unterstützen und das ist unser Esprit for Profit. So. Was ist Esprit for Profit genau? Was können Sie daraus erwarten? Was können Sie da erwarten für dieses Modul? Das ist also eine kleine Sonderedition, die wir hier entwickelt haben. Da steckt das Profit Milling und das Profit Turning dahinter. Wir kommen gleich dazu. Der Herr Schor wird Ihnen nochmal genauer erklären, was das ist und auch aufzeigen, wie das aussieht. Also wir haben diese Frässtrategie oder Drehstrategie enthalten. Da ist auch immer ein Postprozessor enthalten. Ein Maschinenmodell mit einer Maschinensimulation, um zu checken, Mensch, wie sind meine Werkzeugbahnen, wie sind meine Kollisionen, wie ist meine Aufnahmepunkte und so weiter. Das ist so ein Package immer enthalten. Und natürlich Webtrainings und Tutorials. Weil diese kleine Softwarelösung muss man sich so vorstellen, dass es kein komplettes CAM-System ist zum Programmieren von verschiedensten Werkzeugbewegungen und Werkzeugbahnen, sondern wir haben uns hier wirklich nur spezialisiert auf das hochdynamische Schrubben oder hochdynamische Drehen. Und haben da ein Bundle geschnürt. Das ist mit wenigen Klicks zu erreichen. Der Herr Schor wird es Ihnen nachher zeigen. Deswegen ist da auch kein großes Training oder irgendwas notwendig, weil man nachher wirklich wenige Funktionen hat, um nachher zum fertigen, guten NC-Code zu kommen. Wie sieht das Esprit for Profit aus oder Profit Milling? Ja, was steckt hinter dem Profit Milling? Profit Milling ist eine hochdynamische Frässtrategie, die bei uns bis zu 5 Achsen geht. Hier geht es einfach darum, die Umschlingung des Werkzeugs, sage ich mal, zu minimieren und ein konstantes Zeitsparvolumen oder Spanvolumen zu erreichen. Ja?
Man kennt das. Ich denke mal, das ist jetzt nichts super Neues. Das gibt schon länger auf dem Markt. Allerdings haben wir spezielle Funktionalitäten hier auch drin, die unsere Marktbegleiter so nicht haben. Da Herr Schor vielleicht nochmal drauf zukommen. Und was macht dieses Profit Milling? Es sorgt einfach dafür, dass Spannungsspitzen am Werkzeug auch reduziert werden. Das heißt, dadurch können wir die Werkzeugstandzeit verlängern. Dann haben wir natürlich durch diesen Zyklus und durch diese Dynamik, die wir hier ins Werkstück, über das Werkstück einbringen können oder das Werkzeug ins Werkstück einbringen können, so muss ich sagen, haben wir natürlich eine Verkürzung der Zykluszeit und so weiter und so weiter. Also es ergeben sich, sage ich mal, verschiedene Synergien und positive Effekte. Und das steckt hinter dem Profit Milling und der Herr Schor wird nachher technisch noch ein bisschen tiefer ins Detail eingehen. Genau das Gleiche haben wir natürlich auch fürs Drehen. Ja, hier ist auch wieder etwas Spezielles. Haben auch nicht alle Marktbegleiter. Klassisches Drehen ist ja eine Zickzackbearbeitung, um irgendwelche Werkzeugbahnen zu generieren oder um Material zu schrubben. Wir haben hier etwas entwickelt, das auch eine sehr hohe Dynamik hat. Man sieht es auch schon ein bisschen an den Schleifen. Das heißt, die Maschine arbeitet sehr rund. Auch hier geht es ums Sparen Volumen und haben da die gleichen Effekte, ja, dass wir einfach eine Zykluszeit reduzieren haben oder auch die verschiedenen Spannungsspitzen am Werkzeug, ja, durch verschiedene Eintauchen oder in die Ecke fahren und so weiter hier das entnehmen und dadurch auch eine Werkzeugstandzeit, sage ich mal, erhöhen können. Genau. Was ist da genau der Unterschied? Mal ein bisschen technischer rein. Da darf ich den Thomas nochmal bitten, dass du hier kurz übernimmst. Natürlich gern, Kai. Wie gesagt, wir sehen jetzt erstmal visuell am Vergleich von den Strategien von links von einer konventionellen Strategie und rechts von einer Profit Milling Strategie. Was ist das? Was bedeutet das? Wenn wir jetzt hier mal ein Beispiel rausnehmen, wenn Sie zum Beispiel mal gucken, links unten in der Ecke, haben wir hier bei der konventionellen Strategie zum Beispiel, ich nehme das immer ja, Beispiel, dass wir hier in der Ecke einen hohen Eingriffswinkel haben. Im Werkzeug oder am Werkzeug. Das bedeutet, wenn wir hier in die Ecken reinfahren, haben wir hier einen hohen Eingriffswinkel am Werkzeug, eine hohe Belastung am Werkzeug und müssen aufgrund dessen müssten wir unsere Schnittdaten so wählen, dass hier natürlich das Werkzeug nicht zerstört wird oder ja, einfach kaputt geht. Ja, und das heißt dann für uns, wir müssen schauen, dass wir Schnittdaten runterregeln, niedrigen Vorschub wählen oder auch kleinere Zustellungen wählen. Das heißt zum Beispiel bei diesen Taschen muss man das auf mehreren Zustellungen machen. Aufgrund dieser negativen Gegebenheiten. Ja. Und zum Beispiel, wenn wir uns das auf der rechten Seite angucken, den gleichen Bereich, links unten in der Ecke des Bauteiles, haben wir hier dieses Eckenvorfräsen. Das bedeutet, wir fahren vorher in diese Ecke rein und entfernen das Material, um dann später, wenn wir zu dieser Ecke kommen oder zu diesem Bereich, dass wir hier einen konstanten Eingriffswinkel haben, beziehungsweise eine konstante Mittenspanndicke. Ja. Und diesen Vorteil oder diesen Ja, der Effekt, den wir dann haben, ist dann einfach, dass wir höhere Vorschübe wählen können, höhere Schnittgeschwindigkeiten wählen können und aufgrund dessen auch höhere Vorschübe. Das heißt, wir können das auf maximale Zustellung des Werkzeuges herausfräsen, die ganze Geschichte. Ja, das Gleiche haben wir natürlich auch ähnlich fürs Profit Turning, also fürs Drehen, für den Drehbereich. Wenn Sie hier auf der linken Seite sehen, auch wieder Punkt 1, diesen hohen Eingriffswinkel, den wir hier haben. Und aufgrund dessen müssen wir dann eben unsere Schnittdaten wählen, ja, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt reduzieren, damit wir nicht pro Teil ein Werkzeug brauchen. Ja. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie dann im Vergleich des Profit-Turning-Zyklus, wo wir hier weiche Werkzeugbahnen haben, kleinere Eingriffswinkel und das ermöglicht uns eben höhere Schnittgeschwindigkeiten zu fahren und eben ja, höhere Vorschübe. Ja. Okay, das wäre mal so der visuelle Vergleich von links der konventionellen Werkzeugbahn zu rechts den ja, Profit-Strategien. Ja. So, und das ist auch mal live, sind nicht nur auf ja, ich sag mal PowerPoint oder ja, haben wir mal kurze Live-Demo vorbereitet, damit Sie sich auch vorstellen können. Ich habe hier mal jeweils fürs Profit Milling und Profit Turning zwei Beispiele vorbereitet, wo wir das Ganze sehen, wie das Ganze programmiert ist. Wir sehen hier eben die Werkzeugbahnen. Wenn ich hier mal die Ansicht ändere, sehen wir auch wieder diese gleichen Effekte wie gerade eben schon. Hier zum Beispiel in den Ecken, ja, dass wir hier dieses Eckenvorfräsen haben. Ja, und auch es ist nicht nur, dass die Werkzeugbahn entsprechend berechnet wird, sondern auch die Vorschübe werden verändert. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel hier konstanten Eingriffswinkel haben an der Kontur, werden zum Beispiel hier an der Stelle die Vorschübe auch erhöht. Ja.
Das heißt, wir haben einen dynamischen Zyklus. Die Frage, die Sie sich stellen, wird die eine sein, wie komme ich zu der Werkzeugbahn, wie komme ich zu dem Werkzeugweg und wie lege ich das Ganze an in Form auch von Werkzeugen, die ich dazu natürlich auch brauche. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich Werkzeuge anzulegen innerhalb der Software oder was wir auch tun können ist, wir können das Ganze auch aus der Machine Cloud holen. Die Machine Cloud, falls es für Sie noch kein Begriff ist, das ist einfach eine cloud-basierte Lösung, wo Sie sich Werkzeugbaugruppen zusammenstellen können, ja, online und diese dann exportieren können von dort und in Esprit importieren können. Ja, da gibt es auch verschiedene Webinare dazu oder auch Online-Tutorials, wo Sie das nachsehen können, damit Sie eben diese Werkzeuge auch haben, um diese Werkzeugbahnen zu programmieren. Der Herr Lehmann hat es vorhin schon angesprochen, was die Software beinhaltet oder das Paket beinhaltet. Wir haben hier eine Standard-Maschinensimulation, die mitgeliefert wird, inklusive Postprozessoren für die gängigen Steuerungen. Das bedeutet für Siemens, Heidenhain und ja, DIN ISO, ja, wenn Sie jetzt Fanuc oder Mitsubishi-Steuerung haben. Ja. So, wir können das hier einmal uns auch in der Simulation angucken, wie das Ganze aussieht. Was wir dann programmieren können, machen das hier ein bisschen langsamer. Wir sehen das dann hier mit den trochoidalen Werkzeugbahnen, wo wir eben auffräsen müssen und dann, wenn es eben der Bereich zulässt, konturparallele Werkzeugbahnen. Und wir sehen es ja auch im Eigenschaftenfenster der Simulation, die variablen Vorschübe. Ich beschleunige das mal ein bisschen, dass wir nicht hier die ganze Zeit an der Simulation sitzen. Simulation wird natürlich auch im Hintergrund auf Kollision geprüft. Das heißt, wenn wir dann auch Kollision hätten, würde es angezeigt werden, wenn zum Beispiel Schneidenlängen zu kurz sind oder eben einfach Kollisionen auftreten würden. Das zum Beispiel an Bereichen, wo die Profit-Mining-Strategie nicht funktionieren würde, das heißt ganz enge Bereiche. Ja, irgendwann macht es ja keinen Sinn, ganz kleine trochoidale Werkzeugbahnen zu erstellen. Da wird eben umgeschwenkt auf die konventionelle Strategie. Und dann eben der Rest, wo es einfach möglich ist, mit der Strategie Profit-Mining herausgeschrubbt. Und noch eines dazu, wir können die Simulation hier mal beenden an der Stelle. Die Software ist in dem Bereich soweit, ich sage mal, ja, abgespeckt, dass wir jetzt hier in dem Fräsbereich auch nur den Zyklus haben, diesen Taschenfräszyklus, um diese Profit-Mining-Strategie eben anzuwenden. Zum Schluss, guter Letzt, wie gesagt, können wir hier NC-Code erzeugen, wie gerade eben schon erwähnt, für die gängigen Steuerungen hier im DIN-ISO-Format eben die Ausgabe und wie gesagt auch Heidenhain und Siemens wird in dem Paket mitgeliefert. Ich habe hier auch nochmal Beispiel vorbereitet fürs Profit Turning. Hier sehen wir zum Beispiel auch mal in der Software den Vergleich von einer konventionellen Strategie, eben diese Zickzack-Strategie und dem Profit Turning. Ja, hier sehen wir auch wieder die weichen Zustellungen und hier zum Beispiel auch, wenn wir uns mal die Bearbeitungszeit angucken, sehen wir hier, dass von Esprit eine Bearbeitungszeit errechnet wird von 34 Sekunden im Vergleich zur Zickzack-Strategie, die jetzt hier zum Beispiel 51 Sekunden braucht, haben wir hier natürlich auch einen Zeitgewinn, ja. Und natürlich ist das Ganze auch werkzeugschonender. Hier auch dann im Drehen ist es dann so, dass wir hier das Schrubben, wo wir auch das Profit-Turning nutzen können für die Außenschubstrategie und eben auch für das Einstechen, wie jetzt in dem Beispiel, dass wir das eben auch programmieren können. Hier auch wie beim Paket fürs Profit Milling eine Standard-Maschinensimulation enthalten. Das vorne war der erste. Das ist ein bisschen langsamer. Und hier sehen wir eben diese Profit-Turning-Strategie mit den weichen Zustellungen. Und zum Schluss natürlich das Schlichten der Kontur. So, das wäre es von mir,
von der Stelle vom technischen Bereich, dass Sie einen kurzen Einblick in die Pakete bekommen haben fürs Profit Milling und fürs Profit Turning, was es beinhaltet. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, Standard Maschinensimulation, Postprozessoren und ja, die Möglichkeit eben diese Sache auch zu generieren, eben fürs Drehen eben mit den Schrubbzyklen, fürs Schrubben, fürs Normale und fürs Einstechen und eben beim Fräsen für die Taschenstrategie. Danke ja. für die Ausführungen. Also wie du schon gesagt hast, wir wollten hier einfach mal einen kurzen Überblick geben, was wir da so können, also welche Vorteile entstehen dadurch. Wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal erzählt, also wir erreichen, sage ich mal, eine Produktivitätssteigerung, Zykluszeitverkürzung, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und die ganzen Technologien oder diese Profitzyklen sind natürlich auch sehr, sehr gut geeignet, gerade für harte Materialien und bieten da ihre Vorteile. Jetzt ist natürlich so, wenn man das jetzt Ganze anschaut, sollte ein grober Überblick werden. Wir wollten nicht tief in die Technik gehen. Aber es ist immer die Frage, Mensch, was kostet sowas auch? Also das haben wir jetzt schon öfters gehört. Das ist ja nicht unser erstes Webinar. Da geht es immer darum, okay, was kann ich denn erwarten? Was muss ich denn dafür eigentlich mal auch bezahlen? Und wir haben hier bei den Kosten im Prinzip eine Art Leasing oder eine Miete von 450 Euro im Jahr. Das heißt, jeder Kunde oder Interessent kann diese Software Edition, dieses Pre-for-Profit bekommen für 450 Euro im Jahr. Einmal fürs Profit Milling und Profit Turning. Hält dazu, sage ich mal, alles Notwendige und auf seiner Maschine mit seiner Steuerung dann diese Zyklen anzuwenden und kann dann hier sozusagen effektiv einsteigen in die hochdynamische Fräsbearbeitung.